Wie entsteht eigentlich Karies? Karies ist eine multifaktorielle Erkrankung. Das heißt, man braucht mehrere verschiedene Faktoren, die zusammenspielen, damit Karies entsteht. Es gibt vier Hauptfaktoren und mehrere Nebenfaktoren. Zu den Hauptfaktoren zählen erstens ein Zahn. Ohne Zahn keine Karies. Logisch, oder? Zweitens Bakterien. Und zwar nicht irgendwelche Bakterien, sondern bestimmte Spezies. Nennen wir sie Kariesbakterien. Dann braucht man noch Zucker. Zucker an sich ist nicht schädlich, aber den Zucker nehmen sich die Kariesbakterien und verstoffwechseln ihn. Daraus entsteht eine Säure und die Säure demineralisiert den Zahn. Das ist das, was wir Karies nennen. Und als vierten Faktor braucht man noch Zeit, denn das Ganze funktioniert nicht von jetzt auf gleich, sondern braucht eine gewisse Zeit, damit dieser Schaden auch entsteht. Was die verschiedenen Nebenfaktoren sind, darüber mache ich nochmal ein gesondertes, längeres Video. Ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und für mehr Zahnpflegetipps, mach das Plus weg!